Grüß Gott, Frau Kirchner. Meine Schuhe, haben Sie gesagt, sind fertig. Jawohl. Kommen Sie gleich einen Moment, bitte. So. Jetzt da. Dann schauen wir mal. Ja. Aus alt mach neu. Jetzt schauen Sie her. Putzt habe ich sie ja nicht. Genau. Das haben Sie nötig gehabt. Ja. Sie können sie auch gerne mal anziehen. Soll ich es mal probieren? Probieren Sie es einmal. Ja, gut. Wie es Ihnen damit geht. Warte, ich gebe Ihnen einen Schuhliffi. Oh. Und ich glaube, das flutscht. Das flutscht schon. Das flutscht. Das ist recht. Wunderbar fühlt sich der. Was wäre so? So. Ja, Taschen habe ich dabei. Die sauber hingeben. Ja. Halt das. Na, und dann müssen wir jetzt mal schauen, wo das drum hingehört. Ja, das ist es. Ja. Nein, lassen Sie es da. Ja. Ich schaue mir das einmal genauer an. Ja. Klar? Sie haben schon eine Lösung. Ja, wir freuen uns. Also ja, gut, so dann haben wir es. Frau Kirchner, also ich bin froh, dass ich dieses Schuhmacherhandwerk erlernen durfte. Ich bin seit meiner Lehrzeit, die wo 1984 beendet wurde, als Orthopädie-Schuhmacher, habe ich meine Lehre abgeschlossen und habe in der Unfallklinik bzw. in die Rummelsberger Anstalten meine Lehre absolviert. Nachdem dass der Beruf sehr ans Herz gewachsen ist, spielte ich immer schon mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen. Ist das Handwerk eigentlich sehr, sehr vielseitig, nicht gerade die Schuhreparatur, nicht gerade die Marschschuhe. Es ist auch mit Taschenreparaturen, mit Gürtelanfertigungen. Und auch spezielle Sachen, sagen wir mal, vom Oldtimer, die wo hinten drum gelingen sind, die Koffer einen neuen Reißverschluss einzubringen, die wo natürlich auch begeistert dann sind. Einfach, es wird nie langweilig. Und ja, und ich werde auch bis über die Rente hinaus mit Sicherheit da herinstehen in der Schuhmacherei, weil da einfach darin mein Herz immer mehr ineinander gewachsen ist.